Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du Sonderzeichen in Google Slides einfügen kannst. Und wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch zahlreiche Videos zu PowerPoint Online oder Google Sheets. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Wenn du in Google Slides Sonderzeichen verwenden möchtest, gehst du dafür einfach auf Einfügen und findest hier den Punkt Sonderzeichen, der im Moment noch ausgegraut ist, denn du musst vorher erst ein Textfeld anwählen, wo du diese Sonderzeichen reinschreiben kannst und dann gehst du auf Einfügen und auf Sonderzeichen. Dann öffnet sich hier ein kleines Zusatzmenü, in dem du diverse Sonderzeichen findest und diese ganzen Zeichen sind kategorisiert, also ihr findet hier beispielsweise einmal Symbole, da haben wir hier einen Pfeil und wenn ihr den Pfeil beispielsweise sucht und einfügen möchtet, macht ihr einfach einen Klick drauf und schon wird der ganze Pfeil eingefügt. Genau, und oder ihr geht hier einfach wieder rein und löscht den raus. Das Fenster kann die ganze Zeit offen bleiben, während ihr schreibt. Ich kann jetzt hier auch ganz normal schreiben, haha, oder eben hier die Pfeile einfügen, wenn ich da drauf klicke oder dementsprechend wieder wegmachen. Und ihr habt hier verschiedene Kategorien. Einmal könnt ihr das eben nach den Kategorien hier sortieren. Und dann haben wir hier verschiedene Sachen. Beispielsweise Symbole, Emojis, Satzzeichen, Zahlen. Ja, dann haben wir hier ganz kuriose Zahlen beispielsweise, die ich gar nicht alle kenne. Also wir haben hier beispielsweise auch die Möglichkeit, hoch 2 oder hoch 3 einzutippen. Aber die kenne ich quasi alle gar nicht. Also ihr könnt dann hier sogar noch nach den Zahlen sortieren, dezimal, umrahmt, gepunktet, Brüche, historisch etc. Also ihr habt hier wirklich extrem viele Sonderzeichen, die ihr suchen könnt. Und beispielsweise können wir dann hier auch mal auf Emojis gehen. Das sind eher dann bekanntere Sonderzeichen, beispielsweise hier den lachenden Smiley könnt ihr einfügen. Oder ihr könnt hier sogar auch noch sortieren nach Menschen, Emotionen oder Objekte. Oder Sportfeste und Aktivitäten könnt ihr hier auswählen. Umrahmung oder Markierungen, da könnt ihr dann beispielsweise so ein X als Kreuz einfügen. Auch ganz interessant, manchmal ganz nützlich in Präsentationen das anzuwenden. Ihr habt hier beispielsweise auch dann asiatische oder chinesische Schriftzeichen. Ich kenne das leider nicht so, kenne mich damit leider nicht so genau aus. Also hier weiß ich auch nicht, was hier steht leider. Aber wenn ihr das braucht für irgendwelche Vorträge etc., habt ihr auch die Möglichkeit, das hier einzufügen. Ihr könnt auch theoretisch einfach auf Google gehen, euch dort die Sachen raussuchen und dementsprechend die Sachen einfach kopieren mit STRG C und hier mit STRG V einfügen. Das funktioniert auch als Tipp. Und jetzt möchte ich euch aber noch zeigen, dass ihr beispielsweise auch Dinge anhand eines Suchbegriffes finden könnt. Und zwar möchte ich mal das Copyright-Zeichen finden. Dafür gebe ich dann einfach Copy ein und mir wird hier schon das Copyright-Zeichen angezeigt und da kann ich dann einfach draufklicken und das Zeichen einfügen. Und das abgefahrenste bzw. coolste Feature meiner Meinung nach ist die Möglichkeit, dass ihr hier auch Symbole zeichnen könnt. Ihr könnt hier, wenn ihr mit der linken Maustaste auf dieses Feld hier klickt, könnt ihr zeichnen, beispielsweise einfach mal ein A und schon findet er hier auch den Buchstaben A als Beispiel, aber wir können auch das Copyright-Zeichen von gerade suchen, da machen wir dann einen Kreis und jetzt habe ich mich vermalt, da machen wir dann am besten einen Kreis und ein C hinein und er findet auch hier tatsächlich das Copyright-Zeichen, wenn ich das Ganze hier reinmale. Und das finde ich, und das ist, wie ich finde, eine mega coole Funktion von Google Slides. Das Ganze gibt es auch in Google Docs, dazu habe ich dort auch schon mal ein Tutorial gemacht. Und das war es auch schon mit dem Video zu, wie kannst du Sonderzeichen einfügen in Google Slides. Wie gesagt, findest du dieses Menü unter Einfügen und Sonderzeichen. Und dann hast du hier verschiedene Kategorien, nach denen du sortieren kannst und findest dann dort deine ganzen Sonderzeichen. Du kannst die hier in einer Suchleiste suchen oder hier auch selber malen. Und ich hoffe, dir hat das Tutorial weitergeholfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 16 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao.
never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler. Oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast.